herzlich willkommen oder so? Nee, haben wir doch gerade schon gemacht. Moin Leute, so, hier sind wir wieder. Aber jetzt kommt doch das Intro dann. Ja, das Intro haben wir schon. Hallo Leute, willkommen bei einer weiteren Folge OM Classics. Das hast du noch nie so schlecht gemacht. Das so, jetzt hör auf damit. Patrick. Moin Philipp. Na? Na? Da sind wir wieder. Hammer, hat auch heute Morgen wieder alles super funktioniert hier heute, oder? Ja. Ich hab's ja noch nicht gesagt, vermisst du nicht irgendwas, Philipp? Nee. Nachdem du immer auf mir rumhackst, dass ich meine Schlüssel verliere, hinterlässt Schiebe er auch immer ständig seine Spuren. Dafür bin ich wieder an die holländische Grenze gefahren. Diesmal ist nicht Schiebe schuld, sondern du bist schuld. Genauso wie du heute Morgen vergessen hast, die Mikrofone mitzubringen. Aber ich weiß nicht, wovon du redest. Ja, wir wollen jetzt hier keinen. Du schickst mich ja auch mal zu unchristlichen Uhrzeiten. 8 Uhr morgens, Philipp. Ja. Wo jeder normale Mensch arbeitet, außer eine Werbeagentur oder Marketing, genau. Imagefilm, keine Ahnung. Wir arbeiten von 9 bis 9. Ja. Wir fangen zwar später an, dafür arbeiten wir härter. Wieso gehen wir nicht raus? Was? Wir können ja mal gucken hier. Ja, ich wollte das ja einmal erklären. Genau. Warte mal, wir fangen an. Stell dich mal hier hin und. Ach, mein Film, du gehst mir jetzt schon. Ich habe schon keine Lust mehr. So, wie man sieht, hat sich ja schon wieder einiges. Ja, hat sich schon wieder einiges getan. Die Beschriftung ist dran. Ein großer Teil der Fahrzeuge steht schon hier. Wir sind gestern schon wieder angefangen umzuparken, weil es mit dem Platz halt ein bisschen schwierig war. Ja, wir haben relativ viel aufgeräumt, hier sauber gemacht, ordentlich gemacht. Das ja, sieht auf jeden Fall schon mal ganz anders aus als beim letzten Mal. Da stehen schon mal die ersten verkauften Fahrzeuge. Diese Reihe wird, ich schätze mal, zum Ende nächster Woche komplett voll stehen. Hier haben wir einen ganzen Schwung alter Daimler stehen. Hier vorne haben wir Kundenparkplätze einzeichnen lassen, wo dann auch Schiebe er wieder auf 2 Parkplätzen steht. Aber ja, das lassen wir auch mal nur so, lassen wir mal so dahingestellt. Der Mustang ist fertig. Ich weiß nicht, war der in der letzten Folge auch schon fertig? Nee, ne? Nee, den haben wir noch nicht gesehen. Ja. Man guckt, der ist jetzt auch bepflanzt worden. Und wer kümmert sich darum? Das macht Pflanzenhof Lüske aus Höltinghausen. Die haben den bepflanzt. Ich meine, wer gießt das dann? Ja, das machen wir. Wie man sieht, an den Rosen relativ erfolgreich, nicht? Wir, um nicht zu sagen, nicht du, oder? Nein, genau. Doch, ich habe die auch schon einmal gegossen. Und irgendwann wird das hier komplett alles mit Rosen zuwachsen. So ist der Plan. Hier steht auch schon einiges an Fahrzeugen. Hier ist auch noch ein Kundenparkplatz. Herr Patrick, wo ist denn der Parkplatz für Freunde und Geschäftspartner? Ja, Freunde sind nur die, die mir nicht irgendwelche Rechnungen stellen für irgendwelche Videos, ne? Deswegen sage ich ja Schrägstrich Geschäftspartner. Geschäftspartner haben wir auf der anderen Bundesstraßenseite bei Andreas haben wir Parkplätze für euch gemacht. So, hier ist auch schon wieder viel passiert. Da war ja quasi vorher ein Riesenwald. Das ist auch weg. Unsere ersten Restaurationsautos sind hier. Da kommen heute jetzt noch mal 5, 6, 7 Stück. War schon wieder erschreckend zu sehen, wie viele wir von diesen Restaurationsautos eigentlich überall wieder gehortet haben. Ja, Firma Seco ist da, mein Schwiegervater, der den Umbau der Halle und der Werkstatt macht. Tür ist auch drin. Guten Morgen. Ja, wir können ja mal kurz reingehen und gucken. Philipp stolpert nicht. Ja, alles gut. Ja, die Werbung hier drin ist auch schon komplett beklebt, damit die Jungs, wenn sie Fahrzeuge polieren oder Keramik versiegeln, dass man da kein Lichteinfall hat. Genau, kannst du ja noch mal kurz erklären, also, weil ich das jetzt richtig verstanden habe, ist hier die Firma Clean Buddies. Genau, hier kommt die Firma Clean Buddies rein. Dieses Element kommt noch raus. Hier wird ein Rolltor eingebaut, dass die Kollegen quasi hier so reinfahren können. Hier kommt noch eine zweite Hebebühne rein, die so ein bisschen versetzt voneinander stehen, damit die Aufbereiter dann dementsprechend auch getrennt voneinander arbeiten können. Und hier vorne wird so ein kleiner Vorbereitungsplatz. Wir haben jetzt eine Mitarbeiterin eingestellt, sodass wir jetzt schon mit 3 Kollegen bei Clean Buddies durchstarten. Wir haben auch schon die ersten Aufträge erhalten. Nächste Woche kommt ein riesengroßer Wohnwagen. Diese Woche war noch ein Kunde mit einem 76er Opel Kadett, den wir aufbereiten dürfen. Ja, da ist also schon einiges passiert. Wir haben jetzt ab übernächste Woche sind wir schon bis Mitte August, ja, haben wir schon an jedem Tag feste Termine für die Aufbereitung. Das ist schon mal ganz gut angelaufen. Das zeigt dann ja auch, dass der Bedarf da ist.
Und das auch wirklich dann nur rein für Old- und Youngtimer? Oder? Nee, also wie gesagt, oder? Wohnwagen, Bullis, da ist eigentlich alles angemeldet. Transporter, also aufbreiten können wir eigentlich alles, ja, eigentlich können wir alles aufbreiten. Vom Motorrad, Wohnwagen, Wohnmobile. Eine LKW-Anfrage haben wir auch schon bekommen, also das ist alles gar kein Problem. Und getreu unserem Motto, Glanz oder gar nicht, ja, kriegen wir eigentlich jedes Auto wieder vernünftig. Wer hat sich das ausgedacht? Das muss ich fairerweise sagen, hat sich Ralf ausgedacht. Ja. Hier ist auch schon alles foliert worden. Da haben wir so ein paar Akzente gesetzt. Unsere Bewertung, auf die wir sehr, sehr stolz sind, haben wir dann auch folieren lassen. Hier ist der Chemical Guys Store. Auch mit den Logos, wo wir dann die Produkte von Chemical Guys verkaufen. Waren sogar auch, ohne dass wir da großartig Werbung gemacht haben, letzte Woche Samstag war schon ein Pärchen hier, hat sich schon einmal komplett mit Pflegeprodukten eingedeckt. Ja, Kassensystem ist jetzt installiert, das läuft auch alles. Ja, wie man sieht, die ersten Autos sind hier, die wir schon rübergebracht haben. Den Käfer haben wir heute Morgen verkauft, der wird hier wieder verschwinden. Und hier kommen die natürlich ganz anders zur Geltung, ne? Als in der kleinen OM-Halle, wo das alles ein bisschen dicht an dicht stand. Auf jeden Fall, du hast die Kundenecke vergessen, Patrick. Die haben wir schon gezeigt beim letzten Mal, oder? Nee, haben wir nicht. Okay, da dann stand noch gar nichts. Stimmt. Ja, die Kundenecke ist auch zu 90% fertig. Kicker, den werden wir wahrscheinlich noch mal ein bisschen bekleben lassen. Eine richtig geile Tapete haben wir dort kleben lassen. Da kommt noch ein Fernseher dran. Und da werden unsere Folgen, falls denn unser geschätzter Geschäftspartner Chevy an den Stick gedacht hat. Hast du an den Stick gedacht? Und jetzt sei ehrlich, Philipp. Du hast hundertprozentig nicht dran gedacht, oder? Ich hab nicht dran gedacht. Ich wusste es. Ich bin auch völlig erwartungslos da rangegangen. Ich wusste, dass es eh nicht klappt. Deswegen ist der Fernseher noch nicht da. Ja. Hättest du ja eh noch nicht abspielen können. Doch, hätte ich. Den Fernseher habe ich in 5 Minuten. Ach so, hier. Ja, nicht ja. Ja, mein Büro ist fertig. Ah, hier ist die Jukebox. Genau. Ja, aber die tut's ja nicht. Ne? Die sieht einfach nur noch gut aus. Hier oben kommt noch ein schönes Bild hin von dem Pagoden-Video, was wir gemacht haben mit dem Oldtimer und mit der Pagode. Das wird da oben noch geklebt. Ja, sowas hier steht jetzt hier. Ein richtig geiler, originaler NVA-Kübel. Da muss ich dir mal irgendwas zu zeigen. Das ist total geil. Eine, wenn man das mal... Riech mal. Das ist der Hammer. Das riecht richtig alt schon, ne? Mit der Ausgabekarte von Major kann man nicht mehr lesen. Aber ein originales Auftrags- und Nachweisheft der Grenztruppen der NVA. Wo drin steht, wann die wo Patrouille an der Grenze gefahren sind. Ist das heftig oder ist das heftig? Ja, da bin ich auch mal gespannt. Der ist jetzt seit heute Morgen online, weil da der erste Liebhaber kommt. Ja, die Treppe ist schon da. Da oben wird jetzt noch das Lager eingebaut. Oder Regale eingebaut, dann kommt da für die Berufsgenossenschaft noch ein vernünftiges Geländer hin, dass da nichts passieren kann. Das Banner, was da ist, wird noch aufgehängt, dann kommen hier auch noch 2 Autos hin. Die Leuchtreklame, die da hinten steht, die wird hier heute auch noch montiert. Ja, und das Lager oben dient dann für Ersatzteile, oder? Ja, Ersatzteile, Räder, Reifen, Felgen und den ganzen Schrott, den man immer irgendwo wieder gekauft hat und hortet. Das ist ganz schlimm. Oder was wir, ich habe letztens einen Kofferraum vom Auto aufgemacht, da war ein halbes Auto noch mal drin. Das haben wir auch gleich aufbewahrt. Ja, Eugen legt gerade Luftleitung für die ganzen Gerätschaften und Maschinen, die schon hier alle stehen. Heute wird auch eine Hebebühne angeliefert. Diese Bühne kommt hier hin. Hier kommt noch eine neue Hebebühne hin und dann wird hier auch noch ein Rolltor eingebaut. Und dann sind wir hier eigentlich mit der Werkstatt auch soweit fertig und durch. Aber wenn man jetzt mal so den ersten Blick hier rein hat, das sieht schon irgendwie richtig cool aus, oder? Also das macht... Ich bin heute Morgen hier reingekommen und ich dachte so, boah, Wahnsinn. Ja, jetzt sieht es richtig, richtig gut aus. Ja. Und das ist ja auch noch nicht ganz fertig. Nee, so ein paar Autos kommen auch, wenn das Rolltor drin ist. Also das ist schon, vor allem in der Kürze der Zeit haben wir schon relativ viel geschafft. Also ich habe mit weniger Fortschritt gerechnet, muss ich sagen. Nee, ich bin da ganz, ich wäre gerne natürlich noch weiter, aber das dauert halt alles so seine Zeit. Klar. Ne? Und dann wollten wir uns hier heute noch diesen schönen BMW zur Brust führen. Jetzt guck mal. Na, dieses elendige Schlüssel suchen. Jetzt geht's wieder los. Nummer? Nein. Aha. Ein für alle Mal vorbei. Mein Kumpel Stefan hat mir ein Schlüsselbrett gebaut. Und kannst das Video bitte so schneiden, dass ich nicht aussehe, als hätte ich T-Shirts an, die 8 Nummern zu klein sind. Wetten, das ist meine Frau. Hundertprozentig ist es meine Frau. Nee, ist es nicht. Die muss ich gleich zurückrufen. Wir waren beim Schlüsselbrett. Ja. Nummer, Schlüsselbrett, alles einfach. So, wie man es gerne hat. Der dubiose Schlüsselkoffer ist weg. Vor allem, wenn man jetzt mal guckt, mal aus der Ferne, wie viele Schlüssel da schon hängen. Oder fehlen noch ungefähr 10. Da fehlen wohl noch mal 10, 15 Stück. Ja, und dieses Fahrzeug, das wollen wir euch heute einmal vorstellen. Ja, das ist doch jetzt ein anderes Video, Patrick. Ach so.
Also ja. Nicht. Dieses Video, dieses Fahrzeug wollen wir euch heute nicht vorstellen. Das kommt in einem weiteren Video, hat Philipp gerade gesagt. Genau, im nächsten Video. Im nächsten Video. Wenn er dann wieder seine Kameras verliert, irgendwelche Tonbandgeräte vergisst. Jetzt muss ich einmal raus, weil jetzt ruft der Kunde zum zweiten Mal an. Gut. Kann ich den Wolf schon gezeigt? Nee, ne? Nee, haben wir noch nicht. Ja, der Wolf ist auch geil, oder? Was ist das, auch ein Raketenwerfer, sagtest du? Ja, sind uns da nicht 100%, also der hat auf jeden Fall wohl oder war beim Heer im Einsatz, aber wir konnten es nicht genau rauskriegen, ob der irgendwie als, ja, ob der einen Raketenwerfer gezogen hat, keine Ahnung. Das Gespann gibt es so eigentlich auch gar nicht, der Anhänger ist Baujahr 1955, aber sieht erstmal ganz geil aus. Und vor allen Dingen löst der unser Problem, dass da hinten noch ein Kabel liegt, wo ich nicht weiß, wofür das ist, dass man das Kabel nicht sieht. Aber wie man sieht, Platz ist hier erstmal noch genug. Ich schätze, in den nächsten zwei, drei Wochen kommt da vorne der Grill hin. Ja. Ja, Mitarbeiterbereich haben wir noch nicht gezeigt, ne? Ja, der ist da. Achso. Da. Stellen wir uns vor, dass da der Golf 2 hinkommt, der zum Grill umgebaut ist. Ja, gehen wir mal rein. Ja, da steht auch noch ein Trabi. Irgendwie habe ich es gerade mit so Exoten-Autos. Aber dieser Blick in die Halle, das hat für mich immer wieder irgendwas Besonderes. Ach, guck mal, Chefin ist auch da. Klar! Ja, meine Frau ist auch da. Sie ist halt diejenige, die hier für Papiere sorgt, Buchhaltung sorgt und dass das hier alles in geregelten Bahnen läuft. Du brauchst gar nicht aus der Kamera laufen, Anna. Und ach hier, die haben wir jetzt auch. Also zukünftig kann man bei uns auch Wackeldackel erwerben. Wir kriegen heute noch eine Lieferung. Nennt man die Toilettenhüte? Wie heißen? Weißt du, was ich meine? Ivys, kennst du das, wie das heißt? Wenn es mal länger wird im Stau. Ivys muss das eigentlich wissen. Wie nennt man diese Toilettenpapierhüte? Nennt man die so oder wie heißen die Dinger? Ich weiß nicht, das müssen wir gleich erstmal rauskriegen, wie die Dinger heißen. Ich weiß es nicht, ja. Die kommen ja auch noch hin. Ladegeräte kommen hier noch hin. Ja, Fußmatten habe ich auch noch nicht erklärt. Da hinten ist noch ein Ständer mit Fußmatten. Man kann jetzt also zukünftig auch passgenaue Fußmatten für sein Fahrzeug kaufen. Und wir lassen uns jetzt gerade ein Angebot geben über Cappies und Mützen, weil schon die ersten Kunden angefragt haben, ob die nicht T-Shirts bestellen können. Er hat gesagt, er möchte aber ein T-Shirt in seiner Größe. Ich weiß gar nicht, was er damit gemeint hat. Er hat irgendwie auf meine T-Shirts angespielt. Ja, das ist jetzt der jetzige Fortschritt. Ich denke, dass wir in den nächsten spätestens 4 Wochen ist das hier fertig. Da sind wir mittlerweile hier ein Team mit meiner Frau 5, 6, 7 Mitarbeitern, die hier beschäftigt sind in der Aufbereitung bei OM Classics. Ja, um dann viele, viele schöne automobile Träume wieder auf die Straße zu bringen. Und ja, kommt uns gerne besuchen. Die neue Adresse ist im Eichengrund 5. Wir sind mittlerweile von 8 bis 17 Uhr vor Ort, von montags bis freitags. Samstag sind wir von 8 bis 13 Uhr vor Ort. Wenn ihr mal später vorbeischauen möchtet, euch für ein Fahrzeug interessiert, schreibt uns einfach an, schickt uns eine WhatsApp, mailt uns, wie auch immer. Facebook, Insta, ihr kennt das Spielchen. Ja, da können wir auch ganz flexibel Termine annehmen. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr uns, ich hab's jetzt, abonniert, die Glocke drückt, uns bei Insta folgt, liked uns bei Facebook und kommt uns auf jeden Fall zahlreich besuchen. Bis zum nächsten Mal.